It's all I wanna do. Hey Leute, was geht? Heute ist mal einmal jetzt Black Ops 4 von mir, Leute. Und zwar, es geht heute um das Thema Besser werden in Call of Duty Black Ops 4. Ein, ja, sehr, sehr wichtiges Video eigentlich, das ich auch jährlich mache. Heuer natürlich auch wieder mal zu Black Ops 4. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Tipps für euch heute, ja, am Start hier mitgebracht. Und es gibt auch dann nochmal käufige Tipps, das heißt, du kannst auch besser werden, indem du dir ein paar Sachen besorgst und dann wird es wohl auch besser. Das heißt, heute zwei Kategorien sind wohl am Start. Die kostenlosen Sachen und die man halt kaufen muss. Ne? Natürlich könnt ihr euch nur die kostenlosen Sachen eh mitnehmen, ist eh logisch. Kaufen müsst ihr euch nichts, aber wenn es sich anbietet, dann ja, ihr werdet eh sehen, Leute. Gut, wenn es ganz viel gefällt, Leute, lasst Wochen ein Like da. Wäre richtig korrekt von euch, Leute. Und im Hintergrund laufen wahrscheinlich zwei Black Ops 4 Gameplays, denke ich mal. Je nachdem, wie lange das Video wird, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ich denke mal, die fangen ganz, ganz entspannt an mit dem ersten Tipp. Und zwar eigentlich der wichtigste Tipp, denke ich mal. Und zwar, wie wird man besser in jedem Spiel? Spielen, spielen, spielen. Es ist wie überall so, je häufiger du eine Sache machst, desto besser wirst du da drin. Das gilt natürlich auch für Black Ops 4. Gilt für PC-Leute, Xbox-Leute, PlayStation-Leute, ne? Generell alle Tipps. Ja, von daher, Leute, ihr wisst Bescheid. Falls ihr wirklich besser werden wollt, dann müsst ihr einfach viel, viel spielen. Ich zocke auch schon seit, aktiv März 2013. Also damals zu Black Ops 2 noch. Da habe ich angefangen, aktiv zu zocken. Seitdem bin ich dran bei Call of Duty. Und ja, ich habe halt in der Zeit immer gezockt, immer Call of Duty gezockt und wurde halt auch dann immer und immer ja, besser. Ja, und deswegen, weil ihr wisst wahrscheinlich, was ihr tun müsst, einfach zocken, zocken, zocken. Gut, dann kommen wir gleich zu Tipp Nummer 2. Das wäre jetzt hier das richtige Klassensetter verwenden, Leute. Das heißt, spielt mit vernünftigen Aufsätzen, mit vernünftigen Perks und so und auch mit vernünftigen Waffen. Und damit könnt ihr auch schon viel rausholen, weil wenn ihr beispielsweise jetzt immer gekillt werdet, wenn ihr jetzt die Nachladen tut, dann wäre es vielleicht vernünftig, mal schnelles Magazin mitzunehmen oder sowas. Beispielsweise für eine Ramp oder sowas, ne? Ganz wichtig, richtiges Klassensetter und auch richtige Waffen verwenden, mit denen man gut zurechtkommt. Natürlich ist es so eine Sache, wenn irgendwer sagt, ey, ich will jetzt alle Waffen auf Roll spielen, dann kann ich ihm natürlich nicht sagen, ey, spiel die Waffen, mit denen du am besten bist, sondern ja, da spiele dann einfach mit den besten Perks und aufsetzen und dann soll das ganz flach laufen. Und falls ihr auch Schwierigkeiten habt mit dem richtigen Klassensetup, dann könnt ihr euch ja gerne meine Videos angucken zu den ganzen Klassensetups. Ein Video ist schon oben von der ICA, das Ramper Klassensetup auch noch, vielleicht sogar heute an diesem Tag, wenn dieses Video das erste online kommt. Ich werde schauen, auf jeden Fall, wie ich es hinbekomme. Auf jeden Fall werden viele klasse Videos von mir folgen zu verschiedenen Waffen. Deswegen bleibt auch dran und abonniert den Kanal, um die nicht zu verpassen. Nächster Tipp wäre dann Tipp Nummer 3, dann spielt mit Support Streaks, heißt Drohne, Korn und Drohne und sowas. Und dann vielleicht auch Helsum oder sowas in Dreh herum. Denn eine Drohne hilft dir natürlich, dass du die Gegner leichter findest und so. Und dann kannst du halt dein Aim noch verbessern dadurch und viele Sachen. Also mit Support-Stick spielen ist immer eine sehr, sehr kluge Sache. Natürlich müsste das sich auf Dauer machen, aber ich denke mal, das hilft dann schon, da man dann immer mehr in Gunfights reinkommt, die man auch, wo man vielleicht sogar ein bisschen überlegener ist gegenüber den anderen, wenn man den auf der Drohne sieht. Und da ist ein klarer Vorteil auf jeden Fall, wenn man ein bisschen mit Support spielt, vielleicht am Anfang oder sowas oder generell. Ist eine nice Sache auf jeden Fall und macht auch Spaß und natürlich levelt ihr dadurch auch nochmal ein bisschen schneller, was wieder ein schöner Nebeneffekt ist und so. Und ja, gut, dann Nummer 4 wäre einfach Spezialisten richtig wählen und natürlich auch die jeweiligen Spezialisten gut kennenlernen. Das heißt, schaut, wie ihr umgehen müsst mit den beispielsweise Ajax, wie ihr mit denen spielen müsst, wie die neuen kleinen Granate beispielsweise richtig einsetzt und sowas, das Ganze einfach alles ein bisschen lernen und sowas, die Taktik herausfinden von jeweiligen Spezialisten und natürlich dann Spezialisten auch richtig wählen, zum Beispiel Ruin-Spezialist, der ist meiner Meinung nach eher nicht so gut, weil seine Spezialistenfähigkeit auch nicht so gut ist und der Kletterhaken eher mehr für das Flüchten da ist, also der Ruin ist halt nicht so extrem empfehlenswert. Also ich empfehle immer wieder den Ajax sowas oder Crash, die machen auch super, super viel Spaß zum Spielen und sowas. Gibt natürlich noch andere gute Spezialisten auch noch, ist eh klar.
Also wenn ich jetzt sagen müsste, wie viele gute Spielisten es gibt in Black Ops 4, dann wären das 7 an der Anzahl. Die ich jetzt nicht so gut finde, sind der Ruin, Seraph und der Prophet. Die drei finde ich jetzt nicht so gut. Alle anderen sind voll top, wenn man mit auch richtig umgehen kann. Und von daher, Leute, wisst ihr jetzt auch dann Bescheid. Dann Tipp Nummer 5, Leute, richtige Empfindlichkeit für euch finden, eventuell sogar noch ein bisschen höher stellen das Ganze, das heißt, stellt eure Empfindlichkeit ein bisschen höher als normalerweise, denn in Black Ops 4 ist einfach ein komplett schnelleres Spiel als irgendwie die anderen Call of Duty zuvor, da braucht ihr vielleicht noch ein bisschen höhere Empfindlichkeit, ich zocke glaube ich auch mit 9 und sowas, also ist schon hoch, deswegen passt die ein bisschen an, erhöht die vielleicht sogar ein bisschen gegenüber von ja, WW2, also World War 2. Haut die ein bisschen hoch, die Fähigkeit eventuell um 1-2 Stufen und wenn ihr mit einer höheren Fähigkeit dann spielen könnt, ist das voll optimal und somit passt dann voll an alles wieder. Ne? Gut, der nächste Tipp von mir ist, spielt unbedingt mit Taktikeinstellungen, Leute, passt das Ganze an. Das heißt, dass ihr eventuell dann am rechten Stick, wo ihr end, dass ihr euch da auch duckt, ist recht wichtig fürs Movement und so auf jeden Fall. Drop schon geht zwar nicht in Black Ops 4, aber ist halt trotzdem eine wichtige Einstellung auf jeden Fall. Viele machen es auch so, dass sie auf dem rechten Stick, wo man halt aimt, dass sie da springen, ersetzt vielleicht ein bisschen Scuff und Dollar, ist vielleicht eine gute Lösung, wenn man das Geld dazu hat, kann man natürlich auch machen, wenn man drauf Bock hat, aber ich empfehle eigentlich immer, dass man sich da am rechten Stick da einfach duckt, ist am besten so und ja, dann läuft das wohl auch, Leute, ne? Gut, dann, siebter Tipp ist auf jeden Fall, Laufwege richtig wählen, scheint nicht zu aggressiv, Leute, passt eure Laufwege ein bisschen an die Gegner, wie sind die Gegner, sind die gut, sind die schlecht und sowas, also passt ein bisschen an, ich sage euch jetzt nicht, ihr sollt nicht durch die Mitte laufen, sondern passt die Laufwege einfach an, wie es gerade passt, wenn ihr durch die Mitte laufen könnt, macht es auf jeden Fall, ich schränke euch nicht ein, aber so habe ich auch schon ein Video gemacht, schaut auf das Video auch an auf meinem Kanal, heißt einfach Laufwege richtig wählen in Black Ops 4, ne? Und auch ein bisschen wie gesagt, Gegner analysieren, ist auch ganz ganz wichtig. Gut, Leute, dann Tipp Nummer 8 ist, eigene Gameplays anschauen und die analysieren. Was hat man falsch gemacht und sowas? Ich will auch einen Tipp für Leute, die sich da ja, gerne Zeit nehmen. Also, das müsst ihr unbedingt machen, Gameplays analysieren, aber es ist ein Tipp, falls ihr wirklich besser werden wollt, wenn ihr wirklich das Bedürfnis dazu habt, dann macht es auf jeden Fall. Es gibt einen Kinomodus, Gott sei Dank wieder in Black Ops 4. Somit könnt ihr euch die Gameplays auch da angucken. Mal ein bisschen schauen, was habt ihr falsch gemacht, was könnt ihr besser machen oder denkt über euren Spielstil einfach schon nach, währenddessen ihr live gerade an der Playstation oder sowas zockt, ne? Ist wohl auch eine ja, hilfreiche Lösung. Dann Tipp Nummer 9 und auch letzter Tipp von den kostenlosen Tipps ist einfach Spawns lernen. Ihr müsst euch die Spawns erlernen, ihr müsst schauen, ey, wo spawnt der Gegner gerade, wo wird er spawnen. In Team Deathmatch kann man sich das Ganze ungefähr denken, wenn die Teammates jetzt bei einem sind und kein Gegner mehr da sind, dann werden sie wahrscheinlich auf der anderen Seite dann spawnen und sowas. In Herrschaft ist eh klar, in Herrschaft wird meistens der Gegner spawnen bei der Flagge, meistens wenn die Gegner die C-Flagge erobert haben, als einzige Flagge, dann spawnen sie voll bei C, irgendwo im C-Bereich halt. Gibt euch auch wieder verschiedene Spawnpunkte, ist eh klar, erlernt ihr ein bisschen und somit habt ihr auch ein paar Vorteile und wisst ungefähr, wo die Gegner herkommen und sowas. Und das ist auch ein hilfreicher Tipp auf jeden Fall. Ein bisschen kritisch wird es dann, wenn Triple Cap herrscht. Da wird er meistens so, ja, wird dann irgendwie random gespawnt. Mal bei B, mal vielleicht bei der A-Flagge oder sowas. Ganz random. Also, ja, müsst ihr schauen, wo ihr dann spawnt. Also auch wichtiger Tipp auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den käuflichen Tipps, Leute. Wie gesagt, das müsst ihr nicht kaufen, aber ich empfehle es euch auch immer wieder. Wir fangen an mit dem ersten Produkt. Die meisten Leute kennen schon, was jetzt kommt. Ist eh klar, was wird jetzt wohl kommen. Und zwar eh klar. Shocks hier, die verwende ich auf jeden Fall, die verbessern definitiv mein Aim. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Schaumstoff oben im rechten Stick und der ist halt so eine Art Stoßdämpfer und somit wird einfach das Aim genauer werden und ja, ist eine nice Sache auf jeden Fall. Falls ihr euch die holen wollt, Link in der Videobeschreibung, ich habe euch die Ugly Orange verlinkt, die sind halt orange und sind halt für normalen PS4 Controller, ich habe hier einen Scuff, also einen King Controller, da sind die Sticks ein bisschen höher, da gibt es auch Testversionen davon, die gibt es auf der Astrox Webseite zu kaufen, weil beim King sind die ein bisschen zu hoch hier, also da ist einfach der Stick zu hoch, als Notlösung gingen auch die normalen Mechanics für den normalen Controller, aber wenn ihr einen starken Controller habt, Leute, dann normale Astrox kaufen, die Ugly Orange. Die habe ich eh hier liegen.
Und zwar, das sind jetzt nicht die Ugly Orange, die ich empfehle, sondern einfach andere, das sind sogar noch die pinken. Auf jeden Fall, das hier ist der Start-Controller von der PS4. Und ihr seht hier, der Stick ist halt nicht wirklich weit ja, oben, sondern eigentlich recht kurz. Und das ist halt der normale, passt perfekt. Ne? Somit habt ihr auch hier eine schöne Stoßwirkung und ja, top auf jeden Fall. Das heißt, Leute, ihr wisst Bescheid, falls ihr eben ein bisschen verbessern wollt, Chance kaufen, kostet noch nicht viel Geld, diese 13 Euro sowas sind voll gut investiert. Ich finde die schon seit Black Ops 2 Zeiten und sowas, die sind echt geil und einfach eine Empfehlung definitiv wert. Ne? Leute. Gut, dann nächster Tipp ist auf jeden Fall Monitor kaufen. Leute, ein Game-Monitor hilft euch auf jeden Fall, dass ihr auch besser werdet, weil einfach die Reaktionszeit extrem kurz ist, die merkt ihr gar nicht. Also, ihr spielt wirklich richtig, richtig live, kann man sagen. Ihr habt durch den Monitor auch nochmal besseres Aim und besseres Movement. Habe ich auch damals gemerkt. Ich habe damals immer auf diesen 50 Zoll Fernseher gezockt, der jetzt bei mir auf der rechten Seite steht. Absoluter Müll. Ihr werdet sicher auf dem Fernseher nicht gut werden. Ihr braucht unbedingt einen Monitor oder habt schon mal einen Pro-Gamer gesehen, der auf dem Fernseher gezockt hat? Ich denke nicht. Also alle Pro-Gamer zocken auf dem Monitor, egal ob zu Hause oder auf irgendein Event. Alle zocken im Monitor, weil einfach die Reaktionszeit hier der entscheidende Faktor ist. Hier ist einfach keine Reaktionszeit, also ihr wird kaum Reaktionszeit sozusagen verloren. Ich habe hier einen 1 Millisekunden Reaktionszeit Monitor, den BenQ hier, unglaublich geil, also beste Kaufentscheidung auf jeden Fall. Finde ich sogar noch wichtiger als die Aashox, ist natürlich aber auch viel teurer, so ein scheiß Monitor, ne? Also ich zahle für den schon mal so 150 Tacken sowas, aber ich verlinke euch einen guten BenQ, ne, macht nichts falsch auf jeden Fall. Dann Leute, nächster Tipp ist auf jeden Fall ein SCUF-Controller zu kaufen. Das ist aber ein Tipp, den ich wirklich nicht unbedingt empfehle. Müsst ihr nicht machen, Mit einem SCUF-Controller werdet ihr nicht automatisch besser. Ihr werdet besser, wenn ihr schon mal gut seid. Das heißt, wenn ihr schon mal in Call of Duty gut seid, wenn ihr gute Scores reißt sowas und ein bisschen besser sein wollt, kauft euch einen SCUF-Controller, wird die richtige Wahl sein. Ihr werdet so ca. 10% besser, aber ihr werdet nicht von einem schlechten Spieler zu einem guten Spieler. Das passiert sicher nicht mit einem SCUF-Controller. Aber wer ein bisschen besser sein will und schon cool ist in Call of Duty, ganz wichtig, der soll sich den Scarf holen, somit wird er sicher 10% besser und das Spiel macht mehr Spaß, definitiv. Also ist immer eine nice Sache. Ist hier so ein Scarf-Controller oder King-Controller. Ich empfehle eigentlich immer King-Controller hier. So nice, gefällt mir so gut und ja, habe auch schon hier den zweiten King am Start und yes, das ist auf jeden Fall meiner. Gut. Leute, dann letzter Kauftipp wäre hier ein Headset, Leute, und zwar, ich habe hier das beste Headset am Start, und zwar das Astro A50, das Astro A50 habe ich hier am Start, das verwende ich schon, verwende ich das schon, so ein Jahr ungefähr, vielleicht länger, keine Ahnung, aber mindestens ein Jahr habe ich das Teil schon, ist richtig, richtig geil, auch richtig schön, sitzt auf richtig gut, ich habe das Headset auch teilweise, einen ganzen Zockabend auf, tut nicht weh, der Akku hält über 12 Stunden lang. Das ist ein geiles Teil, wirklich geiles Teil. Kostet halt Schweinegeld, so 300 Euro. Das heißt, es muss nicht das Headset sein, aber wenn ihr ein bestes Headset sucht, Leute, dann definitiv hier das Astro A50. Macht ihr nichts falsch damit und ist ein Top-Headset. Also ich würde es eigentlich empfehlen für Leute, die auf der PS4 zocken oder auf die Xbox, weil es gibt zwei Versionen davon. Das heißt, es gibt ein Xbox One Astro 50 und es gibt ein PS4 Astro 50. Müsst ihr halt schauen, welches ihr nehmt. Ne? Für PC gehen sowieso beide. Und ja, müsst ihr schauen, welches euch da besser gefällt. Und ja, also das empfehle ich halt, das Astro 50 empfehle ich für Leute, die einfach PS3 zocken und auch am PC mit dem chillen wollen, weil ihr könnt beides gleichzeitig verbinden, somit könnt ihr PC-Sound hören und auch Konsolen-Sound. Ist nicht wirklich kompliziert, ihr steckt einfach nur am PC, steckt euren Kopfhöreranschluss an und die anderen Anschlüsse USB und hier optischer Eingang schließt ihr an der PS4 an und somit habt ihr beide Sounds, kann ich nur empfehlen, ist saugeil. Mit Headset wäre es nicht unbedingt besser werden, aber es ist einfach für die Konstellation eine geile Sache und da muss auch kein Astro 50 her, aber falls ihr das beste Headset sucht, dann Astro 50 definitiv mein Tipp an euch. Jetzt, das war's auch vom Video, Leute. Das waren alle meine Tipps, die ich für euch auf Lager habe. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, Leute, lasst unbedingt auch ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr neu seid auf meinem Kanal. Ich mache ja täglich hier Black Ops 4 Videos. Also verpasst auch hier nichts dann. Folgt mir auf meinen sozialen Netzwerken wie Instagram und Snapchat. Auf Instagram ist iRaffi- und auf Snapchat iRaffix. Das war's vom Video, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und sonst haut rein. Schönen Tag noch, Leute. Haut.
nochmal rein und ciao.